Wenn man überfahren wird von einem mucksmäuschenstillen Postmoped, das ist wirklich ein angenehmer Tod. Das ist wie eine Atombombe, man kriegt es fast gar nicht mit. Richtig. Man wird von hinten von einem E-Roller überfahren, stirbt und merkt es gar nicht. Es ist nur für die Angehörigen hart, aber die kriegen es auch nicht mit, weil die sind vielleicht im Haus drin und hören nur. Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moped. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Bistum Moped Podcast. Ja, herzlich willkommen hier im Bistum Moped Podcast, Sie verdammten Schädlinge dieser unserer an sich ja wunderschönen Gesellschaft. Mein Name ist Franz. Und meiner Martin. Ein kleines Shaming am Anfang und das aus gutem Grund. Ja, Sie wissen alle, wir müssen gerade heftig Energie sparen. Und was machen Sie? Sie haben sich irgend so ein Elektrogerät eingeschalten und hören sich da diesen Podcast an. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also wenn Energie verschwenden, dann auf diese Art und Weise. Ja, jetzt ist es eh schon spät. Jetzt rennt die Kisten schon aufgelaufen. Vor allem, wir haben schon so viel Energie verbraucht, ihn zu produzieren. Da wäre es schade, wenn er nicht genutzt würde. Ne? Wir nehmen ja sogar auf zwei Computer auf, also extra, um noch mehr Strom zu verbrauchen. Wir telefonieren währenddessen auch miteinander, damit wir noch ein bisschen mehr Energie verbrauchen können. Und ich habe meine Füße in so einem elektrisch betriebenen Fußbad inzwischen auch noch. Wobei, es ist jetzt nicht wirklich ein elektrisch betriebenes Fußball, das ist selber gemacht, das ist eine ganz normale Wanne mit Wasser drin und halt den Föhn reingehauen. Deswegen kann es auch sein, dass diese Sendung recht kurz wird. Mit einem Mann weniger beendet. Weil ich immer wieder aufstehen muss, den EFI-Schalter. Liebe Kinder, wenn ihr diesen Witz nachmachen wollt, fragt einen Erwachsenen, dass er euch dabei behilflich